Servus, liebe Leute. Wir zeigen euch heute vier Methoden, um den Mastwurf zu knoten. Der Mastwurf ist ein Knoten, der euch am Fels in den verschiedensten Situationen nützlich sein kann. Wenn euch dieses Video weiterhilft, dann lasst uns doch als kleines Dankeschön ein Like und ein Abo da. Wir starten mit der Mickey-Maus-Methode. Dazu formt ihr ein Auge, also ein Mickey-Maus-Ohr mit Seitverlauf vorne und ein zweites Ohr, ein zweites Auge mit Seitverlauf hinten. Nun schiebt ihr diese zwei Augen aneinander vorbei. Dazu könnt ihr entweder das Auge mit Seitverlauf vorne nach hinten schieben oder das Auge mit Seitverlauf hinten nach vorne. Und wer genau aufgepasst hat, sieht, das ist genau das Gleiche. Es geht nur darum, dass sie aneinander versetzt vorbeigeschoben werden. Nun nehmt ihr dieses Gebilde und könnt es ganz einfach in den Karabiner hängen und durchziehen an einem Strang, zieht sich der Mastwurf zu. Die Mickey-Maus-Methode ist geeignet, um den Knoten zu erlernen, aber es gibt andere Varianten, um den Mastwurf zu knoten, die deutlich geschmeidiger und nutzerfreundlicher sind, und die zeigen wir euch jetzt. Schon alleine, weil ihr beim Klettern nicht immer beide Hände frei habt, eignet sich die Mickey-Maus-Methode nicht immer. Es gibt aber auch eine Methode, mit der ihr einhändig den Mastwurf hinbekommt. Und zwar, das ist jetzt einfach meine Hand, die damit beschäftigt ist, mich am Fels festzuhalten. Ihr klippt das Seil in den Karabiner, greift in den hinteren Strang, dreht ihn nach vorne und legt das nun entstandene Auge mit einer leichten Drehung im Karabiner ein. Seil festziehen und fertig ist der Mastwurf. Beim einhändigen Mastwurf müsst ihr bedenken, dass sich die Bewegung verändert, je nachdem, in welche Richtung der Schnapper guckt. Jetzt guckt der Schnapper nach links, aber die Logik bleibt gleich. Ich bilde ein Auge und schiebe es mit einer Drehung in den Karabiner. Eine häufige Fehlerquelle beim einhändigen Mastwurf ist, dass nachdem das zweite Auge gebildet wurde, die letzte Drehung vergessen wird. Klippt man das zweite Auge ohne diese Drehung, entsteht auch ein Knoten, aber nicht den, den wir möchten. Es entsteht der Halbmastwurf, der sich nicht zuzieht. Das Seil läuft einfach durch. Die nächste Variante haben wir Magic Mastwurf getauft, weil sie etwas an einen Zaubertrick erinnert. Dazu legt ihr ein Auge mit Seilverlauf vorne über euren Daumen und fertig ist der Mastwurf. Das Gute am Magic Mastwurf ist, dass es cool aussieht, wenn ihr ihn knotet, und außerdem ist er unabhängig davon, in welche Richtung der Schnapper guckt. Wenn ihr den Mastwurf an einem Gegenstand verwenden wollt, der sich nicht öffnen lässt, wie ein Karabiner es tut, gibt es die Möglichkeit, den Mastwurf zu stecken. Dazu nehmt ihr das Seilende, führt es von hinten nach vorne und steckt es hinten wieder durch, und zwar so, dass die Seilstränge sich kreuzen. Lasst eine Schlaufe runterhängen, durch die ihr das Seilende führt, um einen Mastwurf zu bekommen. Da wir hier relativ nah am Seilende arbeiten, empfiehlt es sich, noch einen Knoten hinter den Mastwurf zu setzen, um ein Durchrutschen des Seils zu verhindern, beispielsweise der doppelte Spierenstich. Ihr kennt jetzt vier Methoden, um den Mastwurf zu knoten. Holt euer Seil aus dem Schrank, probiert alle vier aus und schreibt uns in die Kommentare, welche Methode euch am besten gefällt. Und bis dahin, einfach klettern!